Mahlzeit Leute, hier sind wir bei mir im Kanal. Es geht weiter. Projekt 2021. Wir gucken hier, ob alles funktioniert hier. Ob das jetzt fluppt hier. So. Keine Ahnung, wo machen wir das letzte Mal? Ewigkeiten her. Wir gucken mal auf die Karte. Irgendwo noch eine aussteht hier irgendwo. Ne, eigentlich nicht. Was haben wir denn beim letzten Mal gemacht? Ich hätte noch wüsste. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir gucken mal rund. Der M-Truck, den hat man noch irgendwo hingestellt. Der muss noch irgendwo drüber fahren. Ach ja, ich glaube, der war beim Klee. Genau, da war was. Ja, genau, der war 66. Okay. So, und beim letzten Mal haben wir dann die Kühe. Irgendwas haben wir noch ausprobiert. Ah ne, jetzt wir haben den Klee haben wir in die Trocknung geschmissen, ne? Ja, genau. So war das. 51.000, ja. Genau, so war das. So, wie sieht das aus jetzt hier? Mal gucken. Gott, 217.000. Die Frage ist nur, ist das, ne? Ich hab nämlich keine Ahnung, was da drin beim Bunker 2. Gute Frage, 17.000. Ich weiß nicht mehr, was wir da reingetan haben, aber egal. Ach ja, sauber gemacht hat man auch. Jetzt gucken wir hier mal rein. Da. Das ist immer noch dasselbe. 100% ist klar. Gesundheit wird auch 42. 100 Klärchen, ne? Nochmal zurück. So. Was haben wir denn noch? 285, ne, 235.000. Das haben wir noch. Okay. So. Jo, dann war jetzt eigentlich den einen runterfahren, glaube ich. Gott, man nicht mehr wie warten, oder wie war das? Mal gerade gucken hier. Da ist nämlich noch nichts. Erntereif. Nö. Was kostet denn das Ding hier unten? Ja. Oh ne, die kann man nicht. Das kannst du vergessen. Nö, nö, nö. Jetzt kaufen wir nichts. Wir müssen mal Geld verdienen, Herrgott. Haben wir denn hier noch was drin? 3000. Da könnte man noch mal einmal wegfahren. Aber gehen wir gerade nach oben. Der müsste ja eigentlich da oben irgendwo noch rumstehen. Warten wir jetzt da. Voll ist er ja. Mal gucken, ob wir hier noch einen Anhänger dran kriegen. Ach, steht doch von beiden Seiten. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wo muss man denn hin? Zum Verkaufen. Energiepellets. Aber keine Ahnung. Da bin ganz viel im Moment. Wo sind die denn jetzt? Da, ne, das sind Strohpellets. Nö. Da sind sie. Ah, okay. Zum Baumarkt. Zum Baumarkt. Frage ist nur, wo ist der, ne? Zum Baumarkt. Ach, da unten. Ach ja, stimmt, da war ja was.
Obwohl, das ist der Shop direkt daneben, ist ja günstig eigentlich. Hätte man denn dann am besten hier? Ja. Das ist eine gute Frage, was hat denn hier? Obst, okay. Zum Baumarkt. Boah, das ist aber eine Strecke, alter Falter. Das ist echt eine Strecke. Naja, wir werden es so schlagen, würde ich sagen, ne? Irgendwie. Irgendwie werden wir uns durchschlagen. Alle Richtungen, da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Wird langsam Zeit, dass man ernten kann, Mensch. Früher Sommer. Dann gehen wir die noch verkaufen, dann gucken wir, ob wir den Anhänger noch da dran kriegen. Dann haben wir zumindest 60.000, aber ich glaube, da müssen auch. Ich glaube, da muss ein Schlauch dran, damit man das bei dem Energie planen können. Ne? Ich hätte ja auch zuerst mal da einfangen. Schon was abgeladen kriegst. Ah, können wir später auch noch machen. Gucken, ob wir den Schlauch da irgendwie dran festmachen können. Wir werden sehen, ne? So, wo sind wir? Da sind wir ja schon. Und da sind wir noch ganz unten rum. Da hätten wir auch durchfahren können, aber das wäre kompliziert geworden. Ne? Mal hier. Kann man hier irgendwo abkürzen, eine Zuglinie vorbei. Gucken wir mal, ob wir da vorbeikommen. Gucken wir mal. Irgendwie werden wir schon hinkommen. Da, schade. Zur Brücke. Da ist eine Brücke. Wenn wir nicht dran kommen. Oder? Hopp. Geht da ein Weg hoch? Da geht ein Weg hoch. Können wir den ja nehmen. Sehen wir mal. Also mit wenig PS darf man hier nicht fahren.
Oi, oi, oi. Ja, da müsste eigentlich die Straße sein da vorne. Gucken noch mal nach. Ja, da ist er. Rechts, links. An der Kreuzung dann rechts. Mal hier rum. Was hat denn da hinten? Klappt es ja gar nicht zu. Ah, jetzt ist es zu. Gut. Ich denke mal, die kann man daneben legen, so wie das aussieht. Aber wenn wir mal testen. Ruhe, langsam. Aber doch, für die Strecken wäre eigentlich besser geeignet, mit dem LKW zu fahren. Ja, wir sind am Turm. Halbwegs. Oh, 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 was machst du mich denn jetzt hier? Hallo? Oh nein. Ja, mal gucken, wo ich da hin hier? Da hinten rum muss ich irgendwo. Da rein, okay. So, einmal raus. Gucken, was dabei rauskommt hier. Beim Tumli. Okay. Wenn dann bei 2 wären 12.000, 13.000. So, jetzt fahren wir mal rüber zum Händler. So, jetzt gucken wir mal, was das Ding da. Also, wir brauchen noch aber das, ne? Wo ist der? Da ist er. Den da brauchen wir. Kaufen. Dann brauchen wir den Hänger dafür. Müsste ja der sein, rein theoretisch, ne? Straßenreifen Winter, okay. Ja.
Brauchen wir jetzt nicht. Wir haben Sommer. Aber die Frage ist nur, ob ich den da angehängt kriege. Weil es ist ein blöder Drehschema. Drehschema. Ich habe jetzt keine Lust, hier 10 Minuten zu rangieren. Ja, macht mir Wissen. Könnte man auch so machen, ne? Wo haben wir denn den starken Bauer? Aha. Hat keiner gesehen. Nein. Ich bin fast wieder abgehängt. Wollte ich ja nicht. So, jetzt werden wir den mal da anhängen, gucken, ob das funktioniert. Wollen wir das Beste hoffen? Funktioniert wunderbar. So, dann müssen wir jetzt noch. Geht da auch einer dran? Ja, könnte sein. Jetzt gehen wir mal. Waren die hier mit drin? Weiß nicht. Da, was fanden denn die Schläuche? Ja. Gute Frage. Da, was standen die Schläuche? Na, okay. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo Schläuche sind. Und jetzt fällt mir ein, ob ich das habe ich den Motto überhaupt drin. Aber keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es nicht. Gute Frage. Komm mal hier rum. Ist der so weit weg da unten? Ah, da war er. Ich wollte sagen, hä? Du bist halt Lenkrad so weit weg. Das sieht doch scheiße aus. Ja. Scheiße, immer noch Einbahnstraße hier. So, jetzt lassen wir den erstmal hier stehen. Was soll man hochfahren lassen? Ne, wir lassen den erst stehen jetzt hier. Dann machen wir dann nächstes Mal hier weiter. Ich muss mal gucken, ob ich den Mod drin habe. Weil der bringt ja sonst nichts. Wenn wir den nicht da drin haben. Das ist ja schlecht, ne? Okay. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Dann machen wir nächstes Mal hier weiter. Wenn ich dann den Mod eingefügt habe. Weil der bringt ja so nichts. Okay, bis dann. Ciao, ciao.